zusammen, hier ist der Dirk. Ich begrüße euch zu einem weiteren kleinen Video von Dirk Arbeitsalltag. Ja, wir sind hier heute. Ich habe euch noch was vorbereitet. Und zwar, ich dachte mir, naja, Dinkel sieht, kennt nicht jeder. Ich hoffe, man sieht es recht gut. So, und zwar, so ist der Dinkel an der Pflanze angeordnet. So sieht das einzelne ein Dinkelkorn aus, beziehungsweise das ist ja Dinkel im Spelz. Das sind jetzt die Körner und das ist der Spelz. Man trischt es im Spelz und es wird dann später gegerbt, das heißt das Korn wird vom Spelz getrennt. Und das ist das fertige Dinkelkorn. Hier fängt der ganze Spaß an. Hier kommen unsere Anhänger, werden hier abgekippt in die große Annahme, über den Elevator hoch, über die Reinigung, dann verschwindet das Rohr. Hier oben ist der Verteiler, da geht es rein. Von hier kann man es dann in verschiedene Silos verteilen. Das sind jetzt unsere Weizensilos. Hier kommt der Dinkel jetzt runter und geht hier über das Saugdruckgebläse, über diese Leitung. Die Leitung wird jedes Mal ab- und angebaut, also jetzt vor der Dinkelende wird sie rangemacht, nach der Dinkelende kommt sie wieder weg. Geht das Rohr hoch und über den Zyklon einmal nach unten. Ja, und dann ist hier, das ist unser Dinkellager. Da wird vorbereitet. Da unten sind die Raufen, die Belüftung. Der Dinkel, der hat ja jetzt eine gewisse Temperatur. Und wenn man den nicht lüften würde, kann es sein, dass der anfängt zu brennen. Wir wissen, wir haben ein Stück weit noch Wasser drin. Deswegen ist es wichtig, weil der Gärprozess anfangen kann. Und dann wird es heiß und dann kann es anfangen zu brennen. So sind schon einige Hallen oder Lager abgebrannt. Meine Aufgabe ist es jetzt, wie ihr hier seht, wenn der Dinkel fällt jetzt runter auf den Boden und dann schiebt er sich auf den Boden, das ist ein glatter Boden, dann schiebt er sich immer weg und würde die Raufe wegschieben, weil es ja gegendrückt. Und ich muss jetzt runter, wenn der Dinkel an der Raufe ist, und muss rüber schaufeln, so wie ich es hier schon gemacht habe, damit der Dinkel die Raufe nicht verschiebt. Ja, ein bisschen staubige Arbeit. Sieht man hier auf dem Boden schön. Wir fahren jetzt seit ca. 10 Minuten, Viertelstunde. Da wird heute Abend eine gut 20, 30 cm dicke Staubschicht drauf liegen. Ja. Sollte die Annahme nicht so schnell sein, wie die Wegen kommen, haben wir da immer noch die Möglichkeit reinzukippen und dann später mit dem Frontlader über die Mauer rein. Also wer rechnen will, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, das Lager ist 20 Meter lang, ca. 12 Meter breit und hat eine Höhe von 2,70 Meter. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Liter hier reingehen. So, ich werde jetzt wieder an die Arbeit gehen. Dauert nicht mehr lang, sind wir da unten. Die Kontrolle von den Leitungen gehört auch natürlich dazu, dass nirgends eine Leitung aufgeht oder eine Leitung verstopft. Das wäre ganz schlecht. Also, ich wünsche euch noch was. Bis dahin. Ciao.